Hallo Freunde, willkommen zurück zur neuen Folge Bausimulator. Es geht weiter, nächste Runde. Wir baggern fleißig weiter. Da, wo wir letzte Folge aufgehört haben, lol. Letzte Folge haben wir auch die Raube ins Loch befördert. Da, wo jetzt die Raube steht, haben wir schon mal ein bisschen geschoben. Es hat eigentlich relativ gut funktioniert. Wir machen jetzt hier das Podest, wo wir drauf gestanden waren in der letzten Folge. Das holen wir jetzt noch raus. Und dann schieben wir im Loch noch mal ein bisschen hin und her. Das sollte eigentlich alles heute machbar sein. Und dann, wenn wir hier das Eck weiter rausmachen, dann werden wir am Rand noch mal entlang gehen. Komplett mit dem Bagger. Und schauen, ob es mit dem Bagger klappt. Und wenn nicht, einfach pure Gewalt mit der Raube walten lassen. Und das kriegen wir dann schon irgendwie raus. Das, glaube ich, kriegt die schon hin. Ja, ansonsten, ne? Ich hoffe, dass wir nächste Woche dann fertig waren hier. Vielleicht tun wir Ende dieser Woche. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Tag ist denn heute. Montag, Italia, Dienstag, Firefighter, Mittwoch, Donnerstag. Das heißt, wir könnten am Freitag, könnten wir, also morgen, könnten wir vielleicht hier weitermachen im Stream. Könnte man theoretisch machen, wäre eine Überlegung wert. Und dann wird man das im Stream fertig machen, einfach komplett. Das zumindest den Erdaushub und keine Ahnung, halt noch ein bisschen weitermachen, je nachdem, wie lange wir Bock haben. Und dann sind wir auch fertig und können dann die nächste Woche hier mit den Bauern sich weitermachen oder erst oder anfangen. Bis jetzt sind wir nur in den Erdarbeiten und Materiallieferungen haben wir gemacht. Bin auch gespannt, ob wir jetzt noch einen Kranplatz bekommen oder ob wir das alles ohne Kranplatz machen müssen. Wenn wir das nämlich ohne Kranplatz machen, dann werden wir es so lang wie es geht mit Bagger und Teleskoplader machen. Und zuerst, wenn das nicht mehr geht, holen wir uns einen Mobilkran. Beziehungsweise wir werden vorher noch den LKW-Kran herstellen, also die Pritsche mit Kran oder den Sattel mit Kran, einen von beiden, dass wir da kein Geld ausgeben, weil der Dumper, der kostet schon wieder, der war eigentlich nicht so geplant, dass wir uns den hier herstellen, das war eigentlich spontan wegen, weil ich gesehen habe, wie viel wir ja überhaupt ausheben und das zu lagern auf der Baustelle, das ist dumm und ja, das hat wieder super funktioniert. Es ist dumm und riskant. Und deswegen machen wir das nicht. Und mit der Britsche brauchen wir es nicht wegfahren. Und ob wir jetzt den hier hinstellen oder einen anderen LKW, ist es dann vom Preis dann auch nicht mehr viel Unterschied. Nur dass halt da das Doppelte reingeht. Ich krieg hier nichts. Nichts aufgenommen. Nichts. So. Ich glaube, jetzt fahren wir gleich nochmal mit der Raube rein. Aber da müssen wir. Ist einfach so schlimm. Warum? Ich verstehe es halt auch nicht, warum. Hier geht's. Also wahrscheinlich. Das ist einfach. Ja, ich hab's noch nicht so ganz raus, was da der Grund für ist. Ab wann das Spiel sagt, jetzt darfst du reinen Boden. Weil komm, jetzt machen wir den Dumper nochmal leer und dann schieben wir nochmal.
Ja, guck mal, das bringt was. Es ist eine, die Raube so geil. Am liebsten würde ich alles mit der Raube machen. Nur noch Raube. Da können wir nochmal gegenschieben. Ein bisschen hochschieben vielleicht auch. Jawohl. So, dann können wir hier nochmal am Rand wegen rumbaggern. Schauen wir mal. Und mal hier noch irgendwas. Falscher Knopf. Man kennt, wenn man aus Versehen vorwärts fährt. Es muss man eigentlich muss man es rausschieben komplett. Kommt einfach nicht rein. Jetzt müssen wir auch gleich tanken. Ich denke, zum Ende der Folge heute werden wir zur Tankstelle noch voreiern. Die sollte machbar sein. Dann machen wir es gleich. Wenn wir den Ding noch einmal voll, dann müssen wir hier auf Seite fahren. Jetzt komme ich hier wieder nicht rein, Alter. Ich verstehe es nicht. Wenn wir so einen Meter vorfahren, kommen wir dann drüben nochmal rein. Ja. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich verstehe es nicht, Alter. Ja, die Schaufel wird wahrscheinlich in einem bestimmten Winkel oder innerhalb von einem bestimmten Winkel. Ja, komm, stehen jetzt eh zu weit weg. Dann fahren wir jetzt zur Tankstelle. Jetzt müssen wir den Dumper eh umsetzen. Und dann machen wir danach weiter. Setzen wir den gleich hier schön daneben. Dann, wucht man das Ding mal vor zur Tankstelle schnell. Schön mit den Stahlketten über den Asphalt. Aber anders kennt man es ja nicht. Dann da drauf auch noch drehen. Jawohl. Was willst du mehr? So, hat er auch einen Schnellgang oder fahren wir jetzt hier mit? Jawohl, da ist er Schnellgang. Hier über die Betonplatten an der Tanke, perfekt. Einmal reparieren, wenn wir eh schon da sind. Und tanken. Können wir auch gleich. Schön für 1.001 Euro vollgetankt. Schaut er wieder aus wie neu.
Und dann machen wir heute noch ein wenig weiter, aber viel haben wir dann heute tatsächlich nicht geschafft. Da war die letzte Folge auf jeden Fall krasser von dem, was wir geschafft haben. So. Holen wir mal, schauen wir mal ein bisschen, dass wir noch ein bisschen was rausholen. Perfekt. So, hoppala. Holen wir jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen was raus. Gerade läuft's irgendwie. Arbeitslicht haben wir doch auch, oder? Perfekt. Ja, jetzt kommen wir schon nicht mehr rein. Komm. Oh, ich check's. Ich versteh's einfach auch nicht. Na, ich versteh's. Ah, Mann. Kriegen wir hier noch mal wegen raus. Jawohl. So, hier war es dann auch schon. Noch mal ein bisschen. Aber das werden wir alles wieder mit der Raube rausgöffeln. Jetzt schauen wir, dass wir da drüben noch irgendwas rauskriegen. Und dann sind wir gleich fertig für die heutige Folge. Beziehungsweise wir machen die 70% voll und dann sind wir fertig für heute. Mit was haben wir angefangen letzte Folge? 38 oder so? Jetzt sind wir gleich bei 70. Das ist eigentlich dann doch eine gute Woche gewesen. Und dann Dumper noch leer und dann ist hier Ende im Gelände. Dann geht es entweder am Freitag im Stream oder nächste Woche weiter. So stellt man zwar kein Bagger ab. Hoppala. Noch mein Lichter noch aus. Mein Dumper noch leer. Und dann ist hier Schluss. Dann würde ich nämlich sagen, wenn es dir gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst Bescheid.
und bis zum nächsten Mal. Peace out.